Hallo, ich bin die Martina von Tricky Horse und wie ihr wisst, setze ich hier immer wieder neueste Produkte aus dem Pferdebereich. Heute habe ich wieder ein neues Produkt zugesendet bekommen, das ich euch wirklich gerne zeigen möchte. Und zwar ist das ein kleiner Tracker von der Firma Guardian Horse. Das heißt, diese Firma hat einen kleinen GPS-Tracker entwickelt, mit dem man quasi sicher ausreiten gehen kann. Das heißt, dieser Tracker wird ans Pferd dran gemacht und ich habe eine App direkt am Handy. Und sobald diese App mit diesem kleinen Tracker nicht mehr in Verbindung steht, wird eine Nachricht an deinen Notfallkontakt gesendet, dass du dich offensichtlich nicht mehr auf deinem Pferd befindest. Ich finde die Idee ist total super. Also ich habe ja sehr viele Leute, die Angst haben beim Reiten und sehr viele Schüler, die ja auch teilweise schwere Stürze schon hinter sich haben und die dann sagen, ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Vor allem, wenn man auch alleine ausreiten geht, aber auch in der Gruppe, wenn man nicht mehr weiß, wo sind wir da überhaupt, weil man den Weg gar nicht kennt, ist der Guardian Horse sicher ein ganz tolles Mittel, um sich sicher zu fühlen. Denn der Guardian Horse kann nicht nur einen Notfallkontakt absenden per SMS, sondern er kann auch eine direkte Wegbeschreibung an den Notfallkontakt senden. Schauen wir uns das Teil einmal an. Ich habe es in Violett bestellt, ja. Und ich sage schon mal danke an die Firma Guardian Horse für den kleinen Tracker, dass wir den gesponsert bekommen haben. Ja, dieser kleine Tracker, er ist kleiner als gedacht. Also ich habe mir gedacht, der ist irgendwie viel größer. Aber ich finde es total praktisch, weil er ist so klein, dass ich sage, den kann ich locker an den Sattel dran machen, ohne dass er ihn ein Geräusch macht oder ohne dass der stark herumklimpert. Er fällt doch nicht sonderlich auf. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich für Violett entschlossen, weil das irgendwie so eine nette Farbe ist. Und weil man das dann noch gut sieht am Sattel. Und wie gesagt, also es gibt jetzt eben diesen kleinen Tracker, den mache ich jetzt dann am Pferd fest, am Sattel oder irgendwie am Pferd. Und dann habe ich eine App direkt auf meinem Handy. Das heißt, diese App ist dann verbunden mit dem Tracker. Wenn ich dann vom Pferd stürze und dieser Tracker sich eine gewisse Distanz von mir entfernt, dann schreibt er eben einen Notfallkontakt, eine SMS, dass irgendwas passiert ist mit dieser direkten Wegbeschreibung, wo man ist. Was auch cool ist, ist, dass die Firma eine Kooperation mit einer anderen Firma hat, wo dann quasi auch Rettungsdienste dann auch genau wissen, wo man sich befindet. Also das ist wirklich eine tolle Sache, wo auch wirklich ein Rettungsdienst dann weiß, okay, die liegen dann dort im Wald, weil oft einmal, wir wissen es ja, ja, wir sind da eingeritten bei dem einen Bauern mit den Kühen, ja, gibt viele Bauern mit den Kühen, ja, da weiß man oft nicht, wo man ist. Und der Guardian Horse weiß aber ganz genau, wo man gerade sich befindet. Und diesen Kontakt kann auch weitersenden. Was auch ziemlich, ziemlich cool ist, und das war eigentlich das, was ich, warum ich überhaupt mit den Ganzen in Kontakt gekommen bin, ist, ich habe viele Schüler, die gehen jetzt vielleicht nicht ausreiten, sondern die gehen viel am Platz reiten. Aber sie sagen, sie haben Angst, alleine zu reiten. Nicht jeder ist in einem Schulbetrieb oder in einem Betrieb, wo viele Leute gleichzeitig reiten gehen, sondern viele Leute kommen auch oft alleine auf den Reitplatz und machen alleine Arbeit. Da wäre es natürlich cool, wenn es ein zusätzliches Feature gibt, wo, wenn man jetzt auch vom Pferd stürzt und sich länger nicht bewegt, der Guardian Horse vielleicht auch einen Notfallkontakt absendet. Weil beim Ausreiten, da geht es um eine gewisse Distanz, das heißt, wenn der sich vom Handy entfernt, ich glaube, das sind ein paar Meter, also so ca. 10, 20 Meter, dann erst wird dieser Kontakt ausgelöst, also dieser Notfallkontakt kontaktiert. Und beim Reitplatz planen die jetzt ein voller cooles App, also ein voller cooles Feature, wo schon, wenn du dich längere Zeit nicht mehr bewegst, also offensichtlich am Boden liegst und längere Zeit nicht mehr bewegst, vom Punkt weg bewegst, unterschiedlich davon, wie weit die Distanz vom Pferd entfernt ist, dass auch ein Notfallkontakt kontaktiert wird. Ich muss sagen, das wäre natürlich für mich persönlich das mega super coole Feature, weil ich bin als Berufsreiter natürlich sehr oft auch alleine auf meinem Reitplatz. Ich habe meinen Reitplatz auch im Wald. Das heißt, das sieht man nicht sonderlich schnell hin und mein Mann ist nicht so oft zu Hause. Dementsprechend kann es schon mal sein, dass ich da mal länger auf dem Reitplatz bin, als gut für mich ist. Ja? Und da ist halt so ein kleiner GPS-Tracker mit Berittpferden, die eben gerade frisch eingeritten werden, gibt einem ein ganz tolles, sicheres Gefühl, wenn man sagt, okay, wenn jetzt was passiert, dann kriegt das irgendwer mit. Ja? Also dieses Feature ist noch erst in der Entwicklung, aber hoffentlich dann auch bald einmal zu haben. Aber jetzt habe ich schon mal den fürs Ausreiten und ich würde euch das gerne zeigen. Also ich würde euch dann berichten, wie das funktioniert. Wir werden dann auch so Testunfälle machen, um zu testen, ob der Notfallkontakt wirklich eine SMS bekommt und wie das Ganze dann ausschaut. Ja, ich würde sagen, schaut euch das einmal an. Ich schicke euch jetzt dann in den Videos die Kommentare und im Link dann auch
die ganzen Kontaktdaten zu der Firma Guardian Halls, dass ihr euch das vielleicht mal selber anschauen könnt. Und ja, teilt das Video, weil ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, die man unbedingt teilen sollte und die auch sicher ein ganz ein tolles Gefühl beim Reiten gibt, wenn man weiß, dass man nicht komplett allein unterwegs ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei dieser Testreihe wieder mit dabei seid. Ihr wisst, ich mache ganz viele Tests und ihr könnt euch gerne meine alten Tests und meine anderen Tests zu anderen Produkten anschauen. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr beim Guardian Horse Test dann auch dabei wärt. Das ist dann Tricky Horse Tested Guardian Horse, also quasi ein Hashtag. Den Link findet ihr dann auch drunter. Und ja, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Also, wer von euch kann sich vorstellen, so einen Tracker zu verwenden? Wer von euch kann sich vorstellen, dass das überhaupt nicht funktioniert? Was glaubt ihr? Was ist eure Meinung? Findet ihr das sinnvoll oder findet ihr, dass es so ein zusätzliches Spy-App, wo man dann nur quasi seine Daten hergibt? Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich find's cool, aber ich werde es mal ausprobieren. Okay, bis bald. Baba!